Los geht's, welche Schachtel sollen wir denn öffnen? Die goldene, die goldene, die Dame vorne zwischen den goldenen Schachtel. So, bitte nachzuschauen, was drinnen ist. So, darf man auch schon. Bitte das dabei schauen. Flach und sagt der Mensch, was drin ist. Was ist drinnen? Nein, das ist nicht voll. Nein, das ist nicht voll. Das ist nur so ein Zettel. Sag, das ist Zettel. So, schaut, das ist das Bidon für das. Die Menschen arbeiten halt in ihrer Freizeit. Gut, es sind Zettel. Kommen Sie rein, später aber doch, bin ich froh. So, Zettel. Diese Zettel, meine lieben Damen und lieben Herren, sind Statements aus meinem Online-Gästebuch www.gröll.org und darfst du ihn gerne vortragen. Die Menschen haben so Nicknames, also so Pseudonymnamen, der erste ist sehr nett, zum Beispiel ein gewisser Fossebär schreibt hier. Sehr geehrter Herr Gröll, ich finde es schade, dass Sie kein politisches Kabarett machen. Aber vielleicht könnten Sie beim nächsten Programm mal den Schwarzen so richtig eins reinsemmeln. Freundschaft mit Fossebär. Wie weiß man? Gudrun S. schreibt mir, hallo Alex, ich fand es ganz toll, dass du immer noch Kabarett machst. Obwohl bei der letzten Veranstaltung nur 20 Menschen im Saal waren, war die Stimmung ganz toll und dein Programm ist wirklich ganz nett. Dostojewski 1 schreibt, sehr geehrter Herr Gröll, wieder einmal war ich in einem Ihrer Programme und war enttäuscht. Zumal Sie immer noch diese Taxi-Nummer spielen und auch Ihre Handpuppe noch dabei hatten. Ich und viele andere auch wissen ja, dass Sie das von dem Herrn Vitasek geklaut haben. Haben Sie das wirklich so gemacht? Klammern. Wenn man Ihre anderen Nummern so anschaut, dann ja. Vielleicht spielen Sie ja einmal etwas mit intellektuellem Anspruch. Achtung, ich denke dabei nicht an die dümmliche Händelnummer mit dem Kostüm. Hier Dostojewski 1. Seppel O. schreibt, hallo Alexander, ich als Obmann vom Trachtenverein Obere Schweiz konnte gestern deinen Gastauftritt bei der Firma, Name nenne nicht, bewundern. Ich fand dabei die Händelnummer und die Taxinummer besonders gut. Könntest du diese beiden Nummern bei uns beim Zeltfest Ende September auch spielen? Mehr wie 100 Euro haben wir zurzeit nicht, aber Bier und Händel, Klammer, hahaha, wäre gratis, bitte ruf mich an, Telefonnummer. Ja. Thomas F. schreibt mir, hallo Alexander, ich habe dich mit deinem rosa Hemd spielen gesehen und wollte fragen, ob du unter Umständen schwul bist. Bitte gib mir Bescheid, Thomas F. Telefonnummer. Nein, ich finde es auch total wichtig, dass man da also zwischenmenschlich so stark auf die Menschen wirkt. Währenddessen Franz Achleitner zum Beispiel schreibt, ich bin Kriminalkommissar in der Wachstube Innere Stadt. Herr Gröll, was wir jeden Tag hier erleben müssen, das ist das reinste Kabarett. Darüber müssten Sie einmal schreiben. Roswitha Ehringer schreibt, Herr Gröll, ich arbeite halbtags im Blumen- und Floristenbedarf am Bauernhof. Wenn Sie wüssten, wie es hier zugeht, da ist ein Zugang. Das reinste Kabarett, das sage ich Ihnen. Machen Sie weiter so und schreiben Sie mal etwas über Blumen. Peter Schreiner schreibt, sehr geehrter Herr Gröll, ich arbeite bei der ÖPP. Wenn Sie wüssten, wie es bei uns hier zugeht, das reinste Kabarett. Vielleicht wäre das einmal ein Thema für Sie. Beste Grüße. Und letztes anonym. Herr Gröll, Sie sollten sich einmal in die Landtagssitzungen einkommen. Das ist ein Kabarett und das ist gratis. Nur dazu. Ja. Ich möchte mich bei all diesen Postern und Posterinnen recht herzlich bedanken.